Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zur zweiten Folge hier bei Wheel Politics 2, wo ich Frankreich spiele, und in dieser Folge wird vermutlich auch endlich mal ein bisschen was passieren. In der ersten Folge ging es ja mehr darum, dass ich mir einen Überblick verschaffe, und ja, ich habe jetzt noch nicht unter die Kommentare der ersten Folge schauen können. Aber dafür gibt es hier mittlerweile ein Update bei Wheel Politics 2. Ich hoffe, mein Speicherstand ist damit kompatibel. Jedenfalls kann ich hier nun unter anderem auf die Vereinten Nationen zugreifen. Ich glaube, das konnte ich vorher nicht. Wir sind im UN-Sicherheitsrat als Frankreich. Das finde ich schon mal ganz gut. Ich frage mich, was hier Länder wie Tunesien, St. Vincent und was weiß ich nicht noch, hier Vietnam, Dominikanische Republik, Estland, ist halt überall mal ein bisschen was dabei hier im UN-Sicherheitsrat. Ich denke mal, das wird aber auch noch wechseln. Das ist ein Fusionskraftwerk, deswegen qualmt das so. Ja, ich habe mich auch mal ein bisschen hier schlau gemacht bei den Projekten. Und zwar, das war nicht wirtschaftlicher Fokus. Ich klicke halt immer auf wirtschaftlichen Fokus. Das war Umwelt. Wir haben hier Bergbauindustrie, Modernisierung der Bergbauindustrie. Das brauchen wir alles für diese speziellen Wirtschaftsgebäude. Aber wenn ich zum Beispiel die Bergbauindustrie erforsche, dann bekomme ich hier, glaube ich, schon irgendwie Boni, ne? Und hier steht auch bei, was mir das alles bringt. Und guckt euch mal das an hier. Oh, oh, das ist ja, also ganz ehrlich, wenn ich die Bergbauindustrie erforsche und ich bekomme diese ganzen Boni dadurch, dann ist hier schon wieder alles easy. Gut, dazu brauchen wir erstmal einen grundlegenden Umweltschutz, aber das sollten wir mit Frankreich doch sowieso hinkriegen. Ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen auf der normalen Geschwindigkeit. Pause, Alarm, Soldatenproteste. Wir haben einen Bericht unserer Militärbeobachter erhalten. Unsere Soldaten fühlen sich ausgebeutet und zu wenig wertgeschätzt. Wir haben aber bislang keine Details und alle Berichte sind anonym eingegangen. Das ist nicht schlecht. Das ist schlecht. Das ist, wir sollten diese Angelegenheit gründlich untersuchen und Soldaten die Gelegenheit geben, uns über Details in Kenntnis zu setzen. Ja. Ich würde sagen, wir sollten die Angelegenheit gründlich untersuchen und den Soldaten die Gelegenheit geben, uns über Details in Kenntnis zu setzen. Das kostet uns... was? Für ein Jahr? Wieso 2019? Achso, ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein Jahrestag. Für 365 Tage bekommen wir minus 454 Action Points. 3300. Ach so, das haben wir gerade insgesamt. Geldeinnahmen, okay. Ach, wir nehmen gerade 2019 Action Points pro Monat ein. Ich dachte, das wäre eine Jahreszahl. Ich war halt schon verwirrt. Ja, wir müssen die Sache auf jeden Fall... Also, das tut jetzt zwar weh, aber wir werden diese Sache gründlichst untersuchen. Ich lasse solche Zustände in meiner Armee nicht zu. Also, die französische Armee, sie wird nicht kaputt gespart wie die deutsche. Das lasse ich hier nicht zu. Ja, die französische Armee hat so ein paar, sag ich mal... Vorurteile, mit denen sie sich rumschlagen muss. Ne, hier, überall hängen schon die weißen Fahnen breit. Man kennt ja die Witze. Ja, ja, ja. Das wird hier unter meiner Leitung aber ein bisschen anders laufen. So.
Soziale Unterstützung ist in 10 Tagen fertig. Dann können wir ein neues Forschungsprojekt ansteuern. Ich denke mal, wir werden uns dann dem Wirtschaftsproblem hier widmen. Unsere Wirtschaft geht es ja aktuell recht okay. Ein solides Wachstum. Mobbing im Militär. Das kann ja wohl nicht sein. Die Soldatenproteste eskalieren. Offenbar hat unsere Armee eine äußerst niedrige Moral und viele Unteroffiziere betreiben gezielt Mobbing gegen einfache Soldaten. Oh Gott. Einige anonyme Berichte lassen eine rebellische Stimmung unter den Soldaten vermuten. Nehmt die Mobber sofort fest, gebt Soldaten zusätzliche freie Tage und bietet alle nötige Unterstützung an. Zwingen wir sie, sich zu fügen, sie... Nee, das geht nicht. Wir müssen hier alles umkrempeln. Wir müssen hier alles umkrempeln. Das kostet uns 1800 Action Points. Geld. Unzufriedenheit geht zurück. Armeeangriff minus 2. Armeeverteidigung. Ja, unsere Armee wird... Ja, egal. Wir müssen da mal komplett durch... Also, da muss man mal mit dem Kehrblech ein bisschen durchfegen. Ich meine, ja, ne? Die sollen sich nicht so anstellen. Ja, die Unteroffiziere sollen man nicht denken, sie wären hier King Krösus oder so. Hier, Kehrblech durchfegen. So eine Scheiße gibt's hier nicht. Ich glaube, es geht los hier. Mobber beim Militär. Sag mal, halten die sich hier für King Krösus oder was? Die sollen mal ganz, ganz doll aufpassen. So, die soziale Unterstützung ist durch. Wir haben einen neuen freien Projektplatz. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier, Bildung und Infrastruktur ist ja noch am Rumwerkeln. Ich würde mal sagen, wir gehen auf den grundlegenden Umweltschutz. Das schwächt unser BIP zwar ein bisschen, das können wir aber locker verkraften. Dafür verbessern wir ein bisschen die Umwelt und wir gehen langfristig Richtung Bergbauindustrie, wodurch wir das alles ins Plus bekommen. Und deswegen bin ich für den grundlegenden Umweltschutz. Das Parlament stimmt zu, die Kosten sind quasi nicht existent, easy, machen wir, zack. Grundlegender Umweltschutz, let's go. Das ist der richtige Weg. Warte mal. Was ist das denn hier? Raketen 60? Ich mache ein Plus. Ich mache hier auch ein Plus, das habe ich ja gar nicht gesehen. Warte mal, stelle ich immer mehr Atomraketen hier oder was? Oder sind das allgemeine Raketen und das Atomsymbol ist hier ein bisschen irreführend? Als ob ich jeden Monat 15 neue Atomraketen kriege, das kann mir keiner erzählen. Ich glaube, das sind einfach nur Raketen-Sprengköpfe und ein paar davon könnte ich atomar einsetzen. Die Situation innerhalb der Armee hat sich gebessert. Jawohl, unsere Maßnahmen haben das gewünschte Ergebnis herbeigeführt. Die Moral in der Armee konnte gesteigert werden und die drohende Rebellion ist abgewendet. Sehr gut. Jawohl. Boah, da hat der Präsident doch hier mal die richtigen Entscheidungen getroffen, würde ich mal sagen. Also, ne? Alter, ey, das ist, ich bin noch nicht mal ein halbes Jahr im Amt und meine Armee wollte schon rebellieren. Das ist großartig. Also, ich weiß nicht, was meine Vorgänger hier für eine Scheiße gemacht haben, aber es, scheint eine recht große Scheiße gewesen zu sein. So. Ich würde mal sagen, wir werden unsere Beziehung erstmal zu unserem Nachbarn Deutschland verbessern. Das kostet uns ein bisschen was. Aber das nehmen wir in Kauf. Das wird jetzt hier gelistet. Okay. Ich habe übrigens gesehen, wenn wir, das kann ich ja mal gerade zeigen, wenn wir hier auf die Vereinten Nationen gehen, sehen wir hier auch eine Liste nicht anerkannte Länder. Da ist übrigens auch Sealand mit dabei, die wir ja hier als Nachbarn haben. Wir können hier sogar Länder aus der UN ausschließen oder auch Länder anerkennen. Also wir haben ja auch sehr starke diplomatische Möglichkeiten. Öffentlicher Verkehr wurde umgesetzt. Auch schon? Das ist ja... Oh, das geht ja schnell.
Das ging ja echt schnell. Öffentlicher Verkehr. Das hier. Okay. Staatlicher öffentlicher Verkehr. Zukunftsstädte. Aha. Modernisierung der staatlichen Eisenbahn bringt uns Action Points, ein paar zumindest. Moment. Ach, die Einnahmen. Oh, monatlich mehr Einnahmen an Action Points. Und das, also, das sieht doch, da, also, das hört sich doch nach einer guten Maßnahme an. Modernisierung der staatlichen Eisenbahn. Modernisieren Sie Ihr Eisenbahnnetz, damit Züge schneller fahren, die Anzahl der Zugunfälle sinkt und die Transporteffizienz erhöht wird. Das klingt doch gut. Jeden Monat mehr Action Points und das Wirtschaftswachstum wird verstärkt. Das können wir uns easy leisten. Easy. Der Unterhalt ist auch noch vertretbar. Politische Zustimmung passt. Modernisierung der staatlichen Eisenbahn. Ja, das ist es doch. Das ist gut. Das Projekt mache ich. Sehr gut. Das Geld muss in die Infrastruktur fließen. So, der grundlegende Umweltschutz geht auch recht schnell. Okay. Das mit Deutschland hat funktioniert. Sieg in einem E-Sport-Wettbewerb. Was? Unsere Bürger konnten bei einem internationalen E-Sport-Wettbewerb einen Sieg erringen. Ja, das ist schön. Erklären wir E-Sport zum offiziellen Sport. Das macht die Leute glücklicher. Kostet mich ein paar Action Points, das ist eigentlich nichts erwähnenswert, also wäre jetzt nicht dramatisch. Machen wir unsere Sieger zu lokalen Berühmtheiten. Ja, das ist halt wieder sehr kurzfristig gedacht, ne? Rufen wir ein spezielles Förderprogramm für junge E-Sportler ins Leben. Ach du Scheiße, was? Ich glaube, also das hier wäre somit das Schlechteste. Das hier wäre so ein Mittelweg, aber ich glaube, das hier wäre eigentlich tatsächlich das Beste. Erklären wir E-Sport zum offiziellen Sport. Wobei auch das könnte kontrovers diskutiert werden. Aber Unzufriedenheit minus 10%, das hilft Frankreich halt gerade schon ziemlich, muss ich sagen. Die Action Points, das ist. Ja, komm. E-Sport wird in Frankreich nun eine offizielle Sportart. Ich denke, das dürfte dem Sport mehr helfen, als wenn ich jetzt irgend so ein komisches Förderprogramm mache. So, apropos Förderprogramme. Deutschland, guten Tag. Handelsabkommen. Unterzeichnen Sie ein Handelsabkommen mit einem ausgewählten Land, um auf dessen Versorgungsreichweite zugreifen zu können. Kann ich denn irgendwo die deutsche Versorgungsreichweite sehen? Sie können die Anforderung nicht erfüllen? Doch, alles? Investitionspunkt. Ah, lol, ich brauche. Oh, das geht jetzt nicht mehr so einfach. Wohlwollenspunkte habe ich an. Ich brauche noch Investitionspunkte? What?
Investition, was ist denn das? Investieren Sie in ein fremdes Land, um Ihre Einnahmen zu erhöhen und Ihre diplomatischen Beziehungen zu verbessern. Okay. Also ich investiere quasi in Deutschland. Das hilft der deutschen Wirtschaft und dafür bekomme ich die Investitionspunkte, um ein Handelsabkommen und andere Sachen zu schließen. Sehe ich das richtig? Erfolgschance 65%. Okay. Ich investiere in Deutschland. Ich strebe eine deutsch-französische Partnerschaft an. Ja, 65% ist jetzt nicht so mega viel, muss ich sagen, aber... Kann man machen. Geht. Kann man auf jeden Fall machen. Das dauert aber auch ein bisschen, ne? Das dauert echt ein bisschen. Wir können auch mal gleich hier bei den Spionen und Generälen hier gucken. Aber ich glaube mal, das Gröbste haben wir erstmal hier abgewehrt. IME. Was? Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, erreichen Sie ein... Was? Ach, sind das hier Quests oder was? Was ist das hier? Sind das hier Aufträge? Militarisierung, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, erreichen Sie 30 Militarismus. Ist das... Das ist ein Auftrag. Was bekomme ich denn dafür? 2500 Geld und 2000. Okay. Okay, die Aufträge sucht man sich jetzt nicht mehr so halb aus, weil damals in Teil 1 konnte man die auch einfach löschen und so. Nee, die ploppen hier einfach auf. Wir haben hier Militarisierung als Quest. Okay. Wir haben aktuell. Wir haben aktuell, wo konnte man das denn nochmal sehen? Politik, das ist das, das ist da, hier. Wir haben gerade 7. Und wir sollen 30 erreichen? Ja, Mahlzeit, ja, alles klar. Ja, wir werden auf jeden Fall easy von 7 auf 30 kommen. Das wird auf jeden Fall passieren. So, ich hoffe mal, die Investition klappt. Ich habe übrigens gesehen, wir sind punktemäßig ganz gut aufgestellt. Wir sind aktuell auf Platz 4 der Welt. Ja, die USA natürlich auf Platz 1 gefolgt von Russland und China. Also die drei Großen sind ganz oben, aber... Wir sind dahinter auf Platz 4, also wir sind punktemäßig ganz solide, kann man sagen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Information, okay. Fehlgeschlagen, das ist nicht gut. Was habe ich hier eigentlich wieder für Lutscher? Das ist ja wohl... Schade. Okay. Ich werde mal versuchen, meine Beziehungen zu Spanien zu verbessern. Ich meine, gut, wenn Deutschland nicht möchte, dann kann ich es ja auch mit Spanien versuchen, theoretisch. Boah, ich bin froh, wenn das hier durch ist, dann kann ich endlich das mit den Rohstoffen machen. Wir müssen da ins Plus kommen. Öffentlicher Verkehr. Unsere Bürger fordern kostenlosen öffentlichen Verkehr. Wollen Sie das wirklich? Führen wir eine Volksabstimmung durch, dann wissen wir es.
Ja, das wäre auch mein Vorschlag. Eine Volksabstimmung, ja. Wir machen eine Volksabstimmung. So, die Beziehung zu Spanien wurden verbessert. So, außerdem, mein Freund Andorra, kommen Sie mal her. Blockaktionen zum Block hinzufügen. Ist das denn auch? Warte mal, doch, doch, das war richtig, oder? Andorra ist halt so klein, ey. Ich will nicht Frankreich anklicken, ich will Andorra anklicken. Wieso wird mir hier Barcelona mit markiert? Das irritiert mich. Hä? Nein, Andorra. Hallo, Andorra. Ich klicke Andorra an. Spiel. Hallo? So, Andorra. Blockoption zum Block hinzufügen. Eieieiei, okay. Überzeugen Sie das ausgewählte Land, sich Ihrem Block anzuschließen. Das wollte ich ja testen, weil ich gucken wollte, ob man hier noch andere Länder auflutschen kann. Andorra wäre ja prädestiniert dafür, dass wir das da testen. Andorra beziehungsweise uns 100. 120? Ich dachte, 100 wäre das Maximum. Ja, okay, ich verbessere mal meine Beziehungen zu Andorra. Komm, machen wir das mal. Ja, okay, Sie haben hier durchaus einiges verändert. Gut, dann verbessern wir mal unsere Beziehung zu Andorra. Man hat ja sonst nichts zu tun. Es gibt doch keine Kriege irgendwie auf der Welt, oder? Oder bekommt man das jetzt nicht mehr so angezeigt, wenn hier irgendwas krass eskaliert? Nee. So, okay, Andorra. Das hat dir mit Sicherheit jetzt noch nicht gereicht, oder? Gehe ich jetzt mal von aus. Doch, hat ausgereicht. Okay. Ich kann die Antwort nicht erfüllen. Ah, oh, mir fehlen Wohnworte. Oh Gott, Leute, das ist doch jetzt so. Das ist doch jetzt so. Was wollt ihr denn noch hier? Positive Aktion, Wohlwollen erlangen. Erledigen Sie einige kleine Gefallen für ein ausgewähltes Land. Um es mit einem Gefallen. Ja, okay. Ja, do it. Wir helfen mal Andorra ein bisschen. Mensch, 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 Mensch. Ja, ist alles ein bisschen anders geworden. Was steht hier denn? Universität, Universität, italienische Universitäten. Aha. Ja, warte mal hier. Kaserne, Parlament, Kapitol. Befestigte Verteidigungsanlagen. Ach so, ja. Grundlegender Umweltschutz. Ach, guck mal hier, das hier ist auch abgespalten und das hier. Ah ja, okay, ich verstehe. Ich sehe schon, wie die Entwickler das hier gelöst haben. So. Grundlegender Umweltschutz ist durch. Das ist gut. Das heißt, wir können uns der Bergbauindustrie widmen. Das müsste uns plus 228 Metalle bringen. Dann sind wir da auch easy wieder im Plus. Da müssten wir ganz knapp. Ja, guck mal, also eigentlich. Wie viel kostet das denn? Ach du, hui, ja. Ja, das ist eine Investition, aber das lohnt sich. Bergbauindustrie. Unterhalten Sie grundlegende Bergbauindustrie, um die Rohstoffeinnahmen zu erhöhen. Das will ich. Bergbauindustrie. Easy. Damit dürfte unsere komplette Wirtschaft eigentlich saniert sein, wenn das durch ist.
Das heißt, diese drei Probleme dürfte es dann nicht mehr geben. Unsere Wirtschaft wächst auch gerade gar nicht mehr so stark. Ist hier irgendetwas... was? Ah, ja, gut. Geht es der Weltwirtschaft gerade nicht so gut? Na, nicht so wirklich. So, Andorra. Jetzt kann ich es machen. Zum Block hinzufügen. Okay, ich bin mal gespannt, wie das... ich bin mal gespannt, wie das hier funktioniert. Politische Zustimmung 100%. Okay. 65, ja, schauen wir doch mal. Zack. 30 Tage, okay. Mal gucken, ob Andorra richtig krass mit uns zusammenarbeiten möchte. Wie gesagt, ich will damit testen, ob... also das mit dem Block scheint sich ja verändert zu haben. Es gibt ja jetzt hier sowas wie Nicht-Angriffspakte, Verteidigungspakte. Diese ganze militärisch-diplomatische Sache war ja sonst immer in dem Block mit zusammen. Also wenn man einen Block hatte, dann hatte man auch die militärische Unterstützung automatisch. Das scheint jetzt anders zu sein. Mich würde aber interessieren, ob man im Block die Leute noch quasi auflutschen kann. Weil, ich sag mal so, wenn wir Andorra auflutschen könnten, wäre das durchaus ein Gewinn. Musikfestival. Unsere Bürger wollen ein großes Musikfestival veranstalten. Wir sollten uns dazu äußern. Zensiert die Texte bitte, was? Ja. Sorgen wir dafür, dass der Eintritt frei ist. Ja, haut raus. Als ob ich mich jetzt hier an einem Musikfestival irgendwie festbeiße. Das ist ja... was? Beratervertrag endet. Wer bist du? Ich habe sie noch nie gesehen. Einladung zum Begräbnis. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was sind das denn hier? Okay, ich scheine mit Andorra in einem Block zu sein. Einladung zum Begräbnis. Unsere Verbündeten haben sie zu einem Staatsbegräbnis ihres Staatsoberhaupts eingeladen, der nach langer Krankheit verstorben ist. Die Höflichkeit gebietet ihre Anwesenheit. Ach, ist das jetzt mit Andorra? Nee! Ja, auf jeden Fall. Ich gehe hin, das ist eine gute Gelegenheit, um sich mit wichtigen Leuten zu besprechen. Ich werde selbstverständlich da sein. Ja klar, gehe ich hin. Okay, wir haben einen Block mit Andorra. Okay. Blockzusammenstellung. Integration. Ah, das geht immer noch, oder? Integration? Kann ich? Kultur hinzufügen? Blockzusammenstellung, Integration, wirtschaftliche Integration, wissenschaftliche Integration, soziale Integration, militärische Integration. Okay. Metalle. Ui. Zocken die mir hier gerade weiter Rohstoffe ab? Es sieht so aus. Ja, okay. Andorra profitiert wahrscheinlich gar ziemlich krass von mir. Ich aber nicht wirklich von Andorra. The block window provides information about the situation in the player's block. Current members and relations with them are listed on the left side. On the right, there is detailed information about the monthly costs of the block's maintenance. These costs will increase with each additional member in the block. Minimum relations signify the level that must be kept to prevent members from leaving the block. Blocks can have four different integration profiles,
economic, military, social, and technological. Yeah. Integration can be raised by introducing block-related projects. Maximum integration provides additional bonuses that depend on the integration's type. For example, military integration gives the ability to directly control armies of bloc members, while social integration allows adding cultures of bloc members as accepted cultures of the bloc's leader. Okay, also man kann die Leute nicht mehr komplett auflutschen, verstehe ich das richtig? Blockdetails, dann komme ich wieder hier hin. Okay, das heißt, ja, ich bin jetzt mit Andorra in einem Block. Das heißt, wenn man hier auf 100% jeweils ist, bekommt man irgendwie extra Boni. Beim Militär zum Beispiel, dass ich ihr Militär auch aktiv kontrollieren kann. Man kann zwar hier bei den kooperativen Aktionen ein Nicht-Angriffspakt oder ein Verteidigungspakt schließen, aber wenn die Leute in einem Block sind und man beim Militär 100% hat, dann kann man die Einheiten auch selber kontrollieren. Also quasi ein Verteidigungspakt plus. Okay. Ich verstehe die Vorteile. Ich meine, gut, es ist eigentlich, also eigentlich ist ein Verteidigungspakt simpler, weil dann die KI halt die ganzen Einheiten kontrolliert. Allerdings, wenn man in einem Block ist und dann quasi das auf 100% bringt und dann die Einheiten selber kontrollieren kann, ist das natürlich auch nicht schlecht. Ich verstehe. Ich verstehe. So, okay. Andorra hat sich dem Block angeschlossen. Organisation von Frankreich. Ach, das zählt hier als Organ. So langsam bekomme ich ein Gefühl dafür, wie das hier funktioniert. Beziehung ist bei 140. 110, um den Block aufrechtzuerhalten. Ja, schauen wir mal. Wir werden mal Andorra so ein bisschen als Versuchskaninchen benutzen, würde ich mal sagen. Was ist denn das hier? Beratervertrag endet? Pascal Lefleur. Ja. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich seinen Vertrag hier verlängern kann irgendwie. Also ich wüsste jetzt nicht wie. Also ja gut, ne, dann ist der halt in ein paar Tagen weg. Ich meine, zu viele Köcher verderben den Brei, zu viele Berater. Ich meine, ja gut, er bringt mir. Was ist jetzt hier gerade passiert? Wolkenkratzer, Touristenzone, Kernkraftwerk, Universität. Alter, baut die KI gerade richtig viel? Holy shit, ey. Ja, ich glaube, die KI, die baut gerade nicht schlecht, ne? Aber bisher ist doch alles friedlich, oder? Oder bekomme ich hier schon wieder irgendwelche Kriege nicht mit? Also. Glaube? Oh, hier? Es ist, passiert etwas. Was haben wir hier? Deutschland hat sich dem Block angeschlossen. Ring von Norwegen. Montenegro, Union von Serbien. Bahrain. Ja, okay. Okay, hier würden wahrscheinlich auch die globalen News stehen, wenn es irgendwie einen militärischen Konflikt geben sollte. Hier haben wir unser Raketensilo. Okay. Das ist bald fertig. Das auch. Oh, sehr gut. Mehrere Forschungsprojekte werden bald fertig. Ein leeren General. Ja, hier. Ich stelle mal einen ein. Wen könnte man denn einstellen? Hm.
Das sind meine aktuellen Generäle, oder? Freigener. Ja, ich hab. Nee, ja, das sind meine aktuellen Generäle, ne? Ich würde mal gerne einen General einstellen und gucken, was dann passiert. Okay. Er sucht sich einfach einen aus. Okay. Okay. Generäle ohne Auftrag. Ja, Militärstab. Verfügbar für, oh Gottes Willen. Du machst das. Okay. Ich habe ihn jetzt quasi einer Truppe zugewiesen. Verstehe ich das richtig? Okay. Griechenland und Rumänien tun sich zusammen. Libanon und Türkei. Okay. Ah, okay, ja, dann sollte ich die Generäle auf jeden Fall voll machen, damit unsere ganze Armee hier auch Befehlshaber hat. Das ist ja sonst irgendwie doof. Einen Spion könnten wir eigentlich auch mal einstellen. Ich stelle mal einen Spion ein. Jetzt bekommen wir sicherlich Spion ohne Auftrag, oder? Nee. Okay, ich habe jetzt einen neuen Spion eingestellt, aber ich kann jetzt nicht irgendwie bestimmen, was der macht. Komisch. Aber ich glaube, wir sollten jetzt eigentlich gleich Bergbauindustrie. Jawohl. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Metalle plus, seltene Erden plus. Ja, okay. Bei Brennstoffe sind wir immer noch im Minus, aber ja, das hier minus 10, das ist ja quasi gar nichts mehr. Das ist ja quasi nicht mehr existent, das Minus. Okay. Was könnten wir sonst noch machen? Sozialpolitik. Armee. Wir könnten vielleicht ein bisschen in die Armee investieren. Ich meine, die war schon pissig am Anfang der Folge. Panzerabwehrtaktiken. Physik. Reaktoren der dritten Generation bringt uns 350 Prestigepunkte. Reaktoren der dritten Generation, das wäre natürlich schon ein krasses Forschungsprojekt, ne? Wo schaltet man hier eigentlich den Weltraumbahnhof frei? Raumfahrt. Hier bekommt man drei Plätze. Wir haben aber schon drei. Bekommen wir dann den vierten? Also Reaktoren der dritten Stufe, die bringen halt schon krass viele Punkte. Kostet das was? Kein Unterhalt. Geld kein Problem. Action Points kein Problem. Metalle kein Problem. Das ist ja easy. Atomreaktoren der dritten Generation. Dieses Projekt kann nach der. Nicht aktivieren. Sie können keine Technologien oder. Atomreaktoren der dritten Generation bringen. Es bringt halt scheiße viele Punkte. Ne? 350, das will uns schon boosten. Ich würde sagen, das machen wir. Reaktoren der dritten Generation. Das machen wir mal. Wir müssen auch in der Physik mal
ein Ausrufezeichen, einen Stempel setzen, dass Frankreich hier vorne mit am Start ist. So, dann stellen wir mal hier einen weiteren General ein. Jetzt bekommen wir sicherlich die Meldung, dass der nichts zu tun hat. General ohne auch. Was? Beraterverträge. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Ach du Scheiße. Aber so. Ja, hier. Dich, oder? Ja, komm. Kommen Sie mal ran hier. So, der General hat hier keine Aufträge. Ich kann da nicht draufklicken. Das ist natürlich belastend. Militärstab. So, wer von euch hat denn jetzt hier nichts zu tun? Hier. Diese Brigade hier. Hier bekommt man den hier. Okay. Das sieht möglicherweise ganz gut aus. Generäle haben wir dann auch bald alle. Dann hätten wir das Problem auch schon mal gelöst. Modernisierung der staatlichen Eisenbahn ist durch. Sehr gut. Das ist nice. Das ist nice. U-Bahn. Bauen Sie U-Bahnlinien in allen größeren Stadtgebieten, damit Menschen sicher und schnell transportiert werden können. Ja. Also, ich meine, dass das. Das ist doch wohl machbar, oder? Also kostet quasi nichts, Unterhalt ist quasi nicht existent. Ja, also das ist also ein, also Frankreich muss ja wohl ein vernünftiges U-Bahn-Netz haben. Das ist also, komm, baut das mal. Dass darüber überhaupt noch diskutiert wird, baut hier ein vernünftiges U-Bahn-Netz. Das kann doch nicht sein. Kann ich hier eigentlich generell sehen, wie aktuell so die Zufriedenheit ist? Also ich meine. Ah, hier, technische Schule. Auch sehr gut. Bildung. So, das haben wir. Schulpropaganda. Staatliche Universitäten. Gründen Sie nationale Universitäten, in denen die Menschen aller sozialen Schichten studieren und höhere Bildungsabschlüsse erlangen können. Das klingt auch nicht schlecht. Bringt uns plus ein IME. Schaltet akademische Kooperationen frei. Ja, das Wirtschaftswachstum leidet ein bisschen drunter, aber langfristig bietet sich da natürlich, da bieten sich natürlich langfristig Möglichkeiten. Ja, das ist teuer. Ah, das geht alles noch. Staatliche Unter, das geht alles noch. Wir investieren weiter in die Bildung. So, was haben wir hier? Vatikan im Block mit Italien. Juckt mich nicht. Das juckt mich überhaupt nicht. Ich wollte noch gucken, da ich diese Folge auch gleich beenden wollte. Blockaktionen. Was kann man denn jetzt hier machen? Aus Block entfernen. Annektieren. Was? Warte mal. Was ist das? Zwingen Sie ein Blockmitglied dazu, sich Ihrem Staat anzuschließen und sein gesamtes Territorium zu. Ach, das geht doch noch! Das geht doch noch! Aha. Zustimmung 74%. Oh, das geht doch noch, okay. Wir müssen bei allen 74 haben und wir brauchen 5 Wohlwollenspunkte, okay. Es geht doch noch, Freunde. Wir können Andorra auflutschen. Ja, das ist doch mal ein interessantes Ziel. Wohlwollen erlangen geht aktuell nicht. Blockaktionen. Finanzielle Unterstützung. Ja, das würde die
Warte mal. Moment. Finanzielle Unterstützung, wirtschaftliche Integration, wissenschaftliche, soziale. Wie kriege ich das denn genau hoch? Mit Blockaktionen stand da. Politische Integration. Oh Gott, ja, das haben die auf jeden Fall deutlich schwerer gemacht, hier einen aufzulutschen. Was kann man hier eigentlich? Wirtschaftliche Aktion? Aggressive LOL. Man kann in seinen eigenen Provinzen ja noch was machen. Modernisierung der Infrastruktur, Entwicklungszuschüsse, Umweltsche. What the fuck? Wahlkampagne? What? Steuererle. Alter, die Spiel ist komplex. Ja, es ist durchaus komplex. Das würde ich schon mal so sagen. Finanzielle Unterstützung. Okay, ich mach mal finanzielle Unterstützung und guck mal, was dann passiert. Ich helfe Andorra mal ein bisschen finanziell. Ich würde mal gucken, ob da dann irgendwo die Prozente hochgehen. Das wäre gut zu wissen. Antike Schriften. Unsere Historiker und Forscher haben seltene Schriften freigelegt, in denen von einer antiken Grabstätte irgendwo in unserem Land die Rede ist. Sie würden gerne mehr darüber wissen. Sie bitten uns, ihre archäologischen Grabungen zu finanzieren. Das tut weh, aber wir finanzieren die Forschung. Bildung und Infrastruktur. Wir stehen hinter Bildung. Wir stehen hinter Forschung. Machen wir. So, das mit Andorra würde ich gerade noch kurz testen. Und dann können wir die Folge gerne beenden. Korruption auf höchster Ebene. Was? Ein gewisser Politiker wurde bei der Annahme von Bestechungsgeldern auf frischer Tat ertappt. Wie sollen wir damit umgehen? Städtepolitiker öffentlich an den Pranger. Block, what? Kehrt diese Angelegenheit unter den Teppich? Eieieiei. Wir müssen transparent damit umgehen. Auch wenn uns das kurzfristig schadet, langfristig werden wir dadurch Vertrauen gewinnen. Der Block mit Andorra klappt. Der Block mit Andorra klappt. Und bisher ist die Welt auch noch relativ friedlich. Das gefällt mir. So. Ist fehlgeschlagen? What? Wie ist fehlgeschlagen? Warum? Das ist ja wohl. Also, das ist ja. Hallo? Scheiße. Okay. Wir müssen alles auf 70% bringen und uns da so ein paar Punkte erwirtschaften. Dann können wir Andorra auflutschen. Das ist schwierig. Ja, ich würde aber mal sagen, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wobei eine Sache könnte ich gerade noch machen. Ich könnte hier diesen einen General noch einstellen, der nichts zu tun hat, den wir aber hier unten einstellen können. So, General zuweisen. Easy. Dann lassen wir es kurz mal ein bisschen weiterlaufen. Dann haben wir den Punkt auch schon mal erledigt. Ja, wir haben einiges geschafft. Wirtschaft quasi gerettet. Wir sind noch minimal im Minus bei den Brennstoffen, aber das kriegen wir auch in den Griff. Wir sind mit Andorra in einem Block. Ich hoffe mal, da wird sich die Zusammenarbeit auch bald ausweiten.
Unser Militär ist auf Vordermann gebracht worden. Genug Generäle sind da. Das Militär will nicht mehr rebellieren. Es läuft eigentlich ganz okay, kann man sagen. Es läuft eigentlich wirklich ganz okay. So, zack, Pause. Ja, wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und vielleicht gibt es dann auch die ersten brisanten Erlebnisse, Ereignisse und vielleicht auch Kriege in dieser Welt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann und ciao.